Gut, hier im Video-Interview ist jetzt Michael Lettenbichler, Mannschaftskapitän vom BFNSC Braunschweig. Michael, wie war das Spiel für dich? Also, ich denke, am Anfang haben wir gut mitgehalten. Wir haben das ganze Spiel über eigentlich nur durch einzelne kleine ich sag mal, individuelle Schwächen verloren. Unser gesamtes Spielaufbau hat gut geklappt. Der Sturm hat, wenn nicht nur mitgehalten, der hat auch teilweise überlegen gespielt. Die Einwürfe, die Gassen, sehr super gemacht. Das Gedränge müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen, an die Tricks, die es in der zweiten Bundesliga gibt. Aber ich glaube, wir können da sehr gut mithalten. Okay, und wie war der Gegner für dich? Erstmal war es ein schönes, faires Spiel. Er ist aber nicht überlegen gewesen. Hatten viele aus der Mannschaft ein bisschen die Befürchtung, dass man der Unterschied zur Regionalliga größer sein würde und wir, ja, ich sag mal, eine Packung kriegen könnten. Dem war nicht so. Wir haben sehr gut mitgehalten. Wir haben unglücklicherweise in den letzten 5 Minuten nochmal 2 Versuche bekommen. Dadurch ist das Scoreboard ein bisschen unglücklich für uns, aber ich denke, wir können sehr gut mithalten in der zweiten Bundesliga und werden da auch bestehen in dieser Saison.